What the hell is Festens? They deprived Dr. Faraday of his liberties. But he made all the bridges. Sehr cool. Ja, ohne Joy würde ich hier leider sofort auffallen. Und insofern, müssen wir halt zusehen. Percival Hastings, is it not? No, it's Arthur. Percival went away. Odd. There are some things you think you will never forget. But then, I suppose you do. I'm Arthur. Arthur Hastings. Memories play tricks on you, do they not? Okay, was war das Schräges? You must get back on board! Oh. How old are you, Mr. Hastings? Well, I'm 13. They typed my birthday wrong on the card. So, why are you here? No, I just did to my brothers in the train. Okay, der hatte also damit zu tun, als unser Bruder deportiert wurde. Hello, Constable Bevan said you're the chap who has Dr. Faraday's current address. That's right. I've got records of everyone's address back there. All alphabetical. I'm quite proud of it. So, where has Dr. Faraday relocated to? Oh, I can't tell you that. You're not a constable. I guess it would take two of you to make one constable, if you had platform shoes. Right. Anyone else you'd like me to not tell you the address of? You're very helpful. That's what everyone says. You know, I used to patrol the street. It was lovely. Shopkeepers give you sandwiches, ladies flirt, the warm sun on your coat. One misstep, and they put you in the records room. It's hardly fair. He was breathing when I left him. Where do you think you're going then? Ja, toll. Lovely day for it. Righto. Righto. Schlüsselkarte zum Bobby-Haku haben wir dazu bekommen, okay. Und irgendwas mit Ann Sargent. Wir haben eh schon ein paar von den Dingern wieder gefunden. Feuchtes Tagebuch. Aber das war irgendwie nicht das, was wir gefunden haben, oder? Doch. Dr. Verloc plädiert weiterhin für die Festnahme und Inhaftierung seines ehemaligen Protégés, Miss Sally Boyle. Er behauptet, sie habe seine Formeln entwendet und sei damit entschwunden. Oh oh. Ob mein Joy nimmt ab. Schon wieder haben wir Donnerstag, oder was? Sagt Dr. V höflich, dass er uns mal im Arsch lecken kann. Auch wenn sie die einzige Quelle für Brombeerfreude wäre, würde uns der General den Kopf abreißen. Ah, neues Flavor sozusagen. Ich leide am Freudenentzug. Aber interessanterweise haben wir hier anscheinend eine Möglichkeit gefunden. If they're alphabetical, maybe I can find Dr. F's address myself. F for Faraday. Oh shit. He certainly does have this place organized. Dr. Faraday's in Lud's you home. You might want to see it. That's crazy. Why? And how do I get to Lud's home? Are they renovating it?
Hallo? Blind? But why do the Germans want children? I don't know. Where are they taking them? I don't know, they won't say. When are they coming back? No one knows, they won't say. Why won't they say? Well, just shut it, Percy, just shut it! Sorry. Till the war's over, I guess. They're losing, I think. But the radio keeps talking about victories. Yes, but the victories keep getting closer to Berlin. I can't hear you. They keep winning, but they're then going backwards. That doesn't make any sense. It does if they're lying. Oh, people shouldn't lie. It confuses everything. Yes, yes, it really does. Okay. Der Entzug ist weg. Jetzt fallen wir auch wieder nicht. Oder? Doch, wir fallen auf. Ich weiß es nicht. Ich halte mich hier erstmal an die Hauptquest. Mal schauen. What was all that about Bobby Hickenbotham? He's supposed to check up on Dr. Faraday, but he's at the Reform Club instead, getting his ass spanked. He must have some sort of ID that lets him cross to Lud's home. Maybe I could borrow it. So, wir sollen den Reformclub in der Nacht besuchen. Das heißt für uns, wir... Wo ist denn der Eingang nochmal von mir, verdammte Kacke? Ach hier, Schutzraum. Ist er doch direkt über uns. Einfach nur nach Norden weg, okay? Ich weiß auch nicht, ob ich gerade auffalle oder nicht. Aber es sieht so aus, als ob wir nicht auffallen. You take your joy immediately. What do you think of this? Take your joy immediately. What? Is someone there? Lovely weather. Lovely day for it. Ah, so, ich habe mich gerade gefragt, warum der so irgendwie angepisst war. Man darf nicht rennen. Und ich war am Rennen, okay. Gut, damit hätten wir doch... Warte mal, irgendwo habe ich doch meinen tollen Behälter. Und irgendwo konnte man auch alles transferieren an... Da könnte man alle Fertigungsgegenstände platzieren, damit man die nicht mitnehmen muss. Und man kann trotzdem, glaube ich, also das letzte Mal war es, glaube ich, so, dass man trotzdem craften konnte. Ich gucke nochmal ganz schnell. Ja, hier, ich kann die ganzen Sachen hier noch craften. Das ist alles kein Problem. Nur vom Rest kann ich anscheinend irgendwie nichts machen. Gut, hauen wir uns aufs Ohr und schlafen bis nachts und dann machen wir nachts weiter, ne? Und sagen so 22 Uhr. Das ist auch interessant, ja? Wir haben hier eine europäische Uhrzeit mit 22 Uhr und so weiter und so fort. Wir haben hier aber noch die englische mit AM und PM, ne? Also... Sleep, the poor man's dinner. So, jetzt haben wir es wieder...
Kurz vor 11. Ja. Ich hoffe, der Bobby steht da jetzt nicht immer noch. Nö. Ja, schön. Wir sollen jetzt in den bei Nacht in den Spanking Club. Den gab es übrigens schon in der Alpha, die ich gespielt habe. In der Early Access, die ich gespielt habe. Und. Oh. Wie komme ich denn da hin? Ach, das ist dieses. Ah, jetzt ist es offen. Okay. Wir haben hier eine Erinnerung. Percy, you're soaked. I'm fine. You're not. Your lips are blue and you're shivering. Where's your coat? In the closet. Why didn't you put it on? I don't know. It's been raining all day. Did you not notice the drops of water falling out of the sky? It wasn't raining. It was drizzling. Now you're going to get sick and then I'm going to get sick and then Dad is going to get sick. Ja, so kann das passieren. What? Schräg. Wenn die heulen, sind's Downer. Aber ich kann mit denen nichts machen. Insofern. So, dann ab in den Spanking Club. Interesting. Ah, wie schon gesagt, ich mache erstmal die Hauptstory. Was, aber ich finde es schon cool, was man hier alles noch zusätzlich machen kann. Ja, du siehst mich, ich weiß, aber ich meine, wie kommen wir an dir vorbei? Ach, die gute alte Hasenflüstert. Oh, lovely. No more another broken Mitterling pipe. I hope no one's breathing there. Chap is supposed to be getting spanked, isn't he? The one with the credentials for crossing the bridge to Lutz Hall. I wonder if I can borrow his paperwork while he's busy being punished. Hmm. Hinfort mit euch. Hello? Hello! Please hold your invitation up to the camera. I don't exactly have an invitation as such. Just a healthy curiosity. It's a private club. You must have an invitation. Lovely day for it. Did you hear? Foggy Jack got another one. Last night. Best day in. Irgendwie fehlt ihm was in der Hand, oder? There you are. You know,
I think we wear the same size. Okay, wir können das aufbrechen. Couldn't be better, thanks. They say you see the oddest shadows in the street at night. I never look. Das ist ja... Ah. Ja, okay. Hello. Please hold your invitation up to the camera. Oh, yes. That's lovely. Do come in. Mm-hmm. More of us every day. Don't you know there's a curfew on? Go home! I'll fix you! What the fuck? What the fuck? Saw me hide. I bet I could stay here forever. At least until I starve to death. Also. What? Ich habe einen Gummianzug gefunden. Wo ist er? Oh, I look like an utter perv in this suit. At least I'll fit in among pervs. On the other hand, it ought to protect me against electricity and lightning and things. Aha. Der hilft auch gegen Elektrizität und so. So, falle ich jetzt auf? Right. Ja. I'm done fooling around. Also, ich verstehe es auch nicht mit dem. Black. Gleich haben wir keinen Heilbalsam mehr. Put. Hey, ich habe keine Ahnung, wie ich das packen soll. Nice to have a way to take people out of commission without killing them. Percy, they said you got a caning at school. Yes. Did it hurt very much? No. Are you sure you're going to be all right? Yes. Do you understand why? Why? What? Well, why you got the caning. Yes. Did you really kick a rubbish bin in Slathy Crowden's face? No, I didn't! Right. Did you kick a rubbish bin? Yes. Did it then go into Lester Crowden's face? I didn't see him.
I didn't see him. He came around the corner. He came around the corner. Oh, that's not at all your fault then. Oh, good. Are you being sarcastic? Yeah, I was being sarcastic. I hate it when you're sarcastic. I know. Ja, wie schaffen wir das? So, also bisher waren immer nur die Constables sauer auf mich. Jetzt habe ich die Constables, glaube ich, beide ausgeschaltet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Rest auch aggro auf mich bleibt. Ich hoffe mal nicht. Ansonsten, ja, keine Ahnung. Muss ich mich da durchprügeln. Das ist natürlich der dümmste Weg, den wir jetzt gewählt haben. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ich weiß auch nicht, warum die so mega aggro sind.